Na dann, willkommen zu einem neuen Part. Willkommen im Endgame. Auf geht's. Hier haben wir doch gleich einen Kampf. Es wird final. Ich lauf mal hier rüber. Ich versuche mal den auszuschalten. Die Gehirn herausziehen. Oh je. Was Karnach jetzt alles so Neues kann. Fernkampf. Wunderbar mit Fernkampf. Dem Scharfschützen. Das müssen wir uns mal. Ich muss mich mal hier ein bisschen in Sicherheit bringen. Kann ich mich irgendwie um die Scharfschützen kümmern? Die sind zu weit weg. Nicht genug Bewegungsrate. Da kommen wir wenigstens ihn hier. Fehlschlag. Ja gut, Heilung braucht auch keiner und Badische Inspiration. Plaisir. Temperatus dran. Der kann doch fliegen, oder? Hat er nicht. Schweben, ja. Können wir hier irgendwie hochschweben und uns hier um die Scharfschützen kümmern? Gedankenschnelle Beherrschung. Okay, er kämpft jetzt auf unserer Seite. Das ist stark. Oder sie. Herren der Seelen. Ja, sie. Okay, kann man jetzt noch einen dazu holen? Oh, Rettungshof geschafft. Fantastisch. Magians zur Ablenkung. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Okay, Laser ist dran. Die würde ich gerne mal nach da vorne schicken. Dass die hier mal kämpft. Ja, das würde ich jetzt noch nicht ausgeben. Die Hand können wir die hier ein bisschen umspucken lassen. Scharfschützen ein bisschen. Ich bin Ressourcen.
Und auch nicht. Okay, fliegen müssen wir ausschalten. Bisschen blöd, dass wir es noch nicht gemacht haben. Helfen die Goblins an. Bisschen Sorge habe ich, dass hier nirgendwo lange Rasten möglich ist. Den Kampf werden wir schaffen, aber danach kommt wahrscheinlich der nächste Kampf. Na toll. Karlach ist betäubt. So. Kann ich hier irgendwas? Ich muss um den hier kümmern. Der irgendwie auf unserer Seite war, aber und dann runtergehopst ist. Okay, Gegenteilung geboren, aber der hat Tränke. So, was haben wir denn hier? Schwarze Tentakel. Chilkinese. Mächtige, konzentrierte Demokration. Nicht schlecht. Gedankenschlag. Machen wir mal das hier. Ungültiges Ziel. Sehr schade. Das war ja wahnsinnig uneffektiv. Beeindruckend scheiße. Okay. Okay, kann vielleicht mal hier, hier bleiben. Jetzt genau am anderen Ende des zu weit entfernt. Na toll. Das lief nicht so ganz optimal. Da sind wir den los. Hätte eigentlich nicht, hätte auch nur schwacher Schwächrate gereichen können. Oh, scheiße. Mehr Gegner. Okay, ich meine. Wir sind heute den ganzen Part lang beschäftigt. Fantastisch. So schwer zu werfen. Die Bewegungsrate. Fehlschlag, wie ich das hasse. Über das ein Treffer. Kommt hier vielleicht vor Kämpfen? Ach du Heilige, ein Beobachter. Wir sind am Arsch. Das Ding ist jetzt hier. Ich kam doch erst jetzt dazu. Die Goblins sind nicht mein Problem. Gibt es andere, die wir uns Sorgen machen sollten? Gott.
Was ist das hier los? Was ist hier los? Was ist das hier? Jetzt werde ich mit Karl auch mal hier hoch. Die müsste auch schweben können. Oder nicht? Hier mal ein bisschen mithelfen. Psychische Zerbrechen, psychische Überladung. Uff. Greifen die bewährten Sachen zurück. Des Glaubens. Ein Fehlschlag. So viel dazu. Rückschlag. Ne, da oben müssen wir ausschalten. Das ist ganz schön viel auf einmal hier auf diesem Schlachtfeld. Das wird spannend. Unterbrochen. Nichts unterbrochen. Okay, ich kann hier gerade aktuell nichts wirklich machen. Ein bisschen Heilung. Okay, ich kann es gebrauchen. Schütte Hingabe, Beistand, 10 Heilung. Brauche ich gerade nicht. Pistolen bezaubern. Was ist mit Feuerball passiert? Ach hier. Ist auch ein bisschen dumm. Tja, die Freundschaft. Oder eben, oder bestimmt zieht es nicht. Es lässt frisch, okay. Monoide sein. Kann ich bezaubert werden, fantastisch. Verwandlung. Bewegungsrate, geil. Ja, wir können nichts tun. In der Position aus. Ein wichtiges Ziel. Warum ist er kein Ziel? Dafür ist der Imperator, ist kann der relativ wenig. Erstaunlich wenig. Ach du Scheiße. Den müssen wir jetzt irgendwie. Ach du Scheiße, ich bin also. Krebs, die Schwächste.
Glied der Kette an. Jetzt haben wir natürlich verbraucht, das ist sehr clever gewesen. Auflösung. Okay, der Beobachter ist weg. Gibt aber auch noch andere Wesen, die uns hier Gedanken machen sollten. Ein paar Schinder. Oh nein. Nicht diese. Ach du Scheiße, nee, sie ist am Arsch. Ja. Nicht so gut. Ich bin relativ am Anfang dran. Jetzt kommen erstmal alle anderen dran. Der richtige Bosskampf kommt ja noch. Das wird lustig. Ja, wir müssen den da oben aufschalten. Ich bin dran. Mit Karla und dem Imperator. Im nächsten Mind Flayer. Die Mindflayer sind ein Problem. Ach, pff. Keine Goblin-Krieger. Down. Oh, noch nicht. Mist. Muss mich immer darauf konzentrieren, mir selbst zu retten. Falls das noch irgendwie möglich ist. Schriftrunde ist wieder Lebens. Sie ist zu weit entfernt. Das sieht gerade ein bisschen scheiße aus. Provozierte Gelegenheitsangriffe. Was soll es? Jetzt stehe ich mitten auf dem Schlachtfeld. Das ist nicht ganz so clever. Ja, die kleinen. Muss mal hier rüber.
solchen Zug verschwendet, um Goblin zu töten. Genial. Feuerball könnten wir brauchen. Hier drüben. Immobilie. Das war nicht ganz schlecht. Jetzt ist wieder tot. Und hätte jetzt diese Tränke geben können, aber das geben wir uns gar nicht ab. Wir machen eh nur 4 Schläge. Ah, hier mein Flair. Kann auch was zu tun. Mal schauen, ob dieser Kampf noch zu gewinnen ist. Okay. Psyche zu brechen, das macht ja alles gar keinen Sinn. Ah, hier sind noch mehr. Wäre unspaßig, wenn es nicht wäre, also wäre. Eine Gedankenschiene müssen wir zuerst das. Okay, ist gleich wieder gleich hinüber. Ach du Scheiße. Flair noch mit treffen. Oh, Lisa ist tot. Shit. Hat wahrscheinlich der Feuerball erledigt. I'd rather keep your heart in your chest. Trinken kann ich nicht mehr trinken. Shit. Ist nicht gut, dass wir Lese verloren haben. War nicht ganz so scheiße. Da hinten läuft irgendwo ein Troll rum. Ah, der ist auch nicht so schwer. Gedankenschinder. Müssen wir anschauen mit dem möglichen Magier. Ich bin hier irgendwie festgewachsen.
Okay, der Gedankenschneider ist ziemlich down. Ein wenig Heilung. Schildhieb. Der nicht viel Krass bringt. Und dafür, dass ich ein Bade bin, habe ich ganz schön Schaden angerichtet. Weil das ist echt eine geile Sache, wenn man es richtig nutzt. Na, naja, nach Fehlschlag sieht das nicht aus, aber okay. Kein Vieh macht auch Mist. Kleiner Schaden. Ich finde, ich kann auch noch verlieren. Das wird dramatisch. Ich hoffe, wir können danach ins Lager zurück, weil ich brauche Lese im Kampf. Im Endkampf ohne Lese. Vergiss es. Und ich müsste irgendwie fliehen. Sieht interessant aus. Ist interessant. Sehr sogar. Können wir noch einen Goblin ausschalten? Nicht schlecht. Die Goblins lassen wir noch. Und die Anzahl der Gegner, die schrumpft langsam. Haben wir noch ein paar Mindflayer. Kann ich da noch ein bisschen was machen? Einer weniger. Okay, den Trank hätten wir gebrauchen können. Bewegungsrate. Schade. Vielleicht können wir die hier. Verdammt. Wäre zu schön gewesen. Hier ein Blitz. Okay, der Ogre ist weg. Den Mindflayer irgendwie treffen. Nicht so weit entfernt. Durchfolgt die Pflanzen. Das war vielleicht gar nicht so blöd.
So, 1 bis 4 Schaden, vergiss es. Unwilliges Ziel, verdammt. Greift lieber so an. Gute alte Barbarenweise. Ein Trank wäre auch mal gut gewesen. Na, hol ich ab. Okay, ein Mind Flayer weniger. Ja, den brauchen wir. Auf mich selbst. Komm hier mal rüber gespielt. Okay. Und Telekinese war da wohl doch nichts so. Und das war ein ziemlich schwacher Angriff. Ach komm. Was können wir gegen die hier machen? Ja, das war ein verbrauchter Zug. Na, hau du nicht ab. Was passiert mit Geld dort? Geschossen von oben. Ein Problem weniger. Dann komme ich mal hier runter. Da war mal was im Fernkampf nutzen könnte. Ich komme mal hier mit dazu. Nicht nur Bewegungsrate? Na dann gehe. So, da haben wir durch nur die Goblins. Was können wir gegen die noch machen? Blödsinn. Noch Klingenzauber haben wir. Dann machen wir den hier oben. Aus der Sichtweite. Mist. Irgendwo hier hochgeschrieben. With haste.
Gegen die Goblins setze ich keinen Blitzzauber oder so ein. Das ist Blödsinn. Das Spell ist Platzverschwendung. Den ziehe ich nicht ein. Auf 4 HP Goblins da. Blitzzauber einsetze. Sehe ich nicht. Unnötiges Ziel. Merkwürdig. Viel zu overpowered für ein Problem, aber. Ich würde es mal probieren. Sie kriegen heute einfach einen Fan weg. Und viel Schlag. Jetzt mal einen leichten. Punkt nicht erreichbar. Gut, sie gehen ein bisschen aus. Nee, dann können wir keine mehr. Gut, dass ich noch aus. Den Bewegungsrat, als ob. Survival is all that matters. Time to press ahead. Einmal hier lang und Pfeil hochschießen. Oder auch nicht. Nebelschritt. Sieht außer Sichtweite. Verflucht. Zum Tag der Peitsche. Schade. Kann man nicht. Das behindert nur meine Angreifer. Okay, jetzt zaubern. Hanach ist bezaubert. So sieht's aus. Holla die Waldfee. Das war ein Battle. Let's move. Have to keep going. Los Leute, kommt zusammen. Jetzt wird erstmal gelootet. Schon mal, bevor ihr hoffentlich mal
eine Rast einlegen müssen können. Eine kurze Rast hätten wir noch. Das hilft nicht gegen den Tod von diese. Sekunde. Ah ja. Kann man der See vielleicht blicken überhaupt? Wäre ein Versuch wert, ihn wieder zu beleben. Sie ist blockiert. Das ist Blut. Hier oben waren interessante Leute. Ich weiß nicht, ob es uns überhaupt erlaubt ist, hier noch das Quartier zu gehen. Oh, das ist nicht schlecht. Können wir verkaufen. Jetzt bin ich überladen. Erst nach oben. Das kann auch immer laden. So nämlich. Ja, wir finden irgendwie einen Weg. Der ist wahrscheinlich nicht voran. Speichert hier mal schnell. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, kommen wir zwangsläufig in eine Schlacht. Gucken, ob ich hier irgendeinen Punkt finde, wo wir eine lange Rast machen können. Ist leider gerade sehr blockiert. Ich meine, das macht Sinn, aber. Taktischer Rückzug wäre trotzdem irgendwie eine sehr liegt darum. Und
Die ganze Stadt ist jetzt unsicher. Bis da zurück dürfte es nicht mehr möglich sein. Tja, ohne Lesel ist das. Haben wir ordentlich verschissen. Wir sind hier durch ein Portal gekommen. Schnellreisen nicht möglich. Lange Rast auch nicht möglich. Das ist unpraktisch. Better than nothing. Und was sie sagt. Soweit ich hier nicht mal starten kann. Bin ich ein bisschen. Ein Wiederbelebungstrank oder so. Das Gefühl, das werde ich gebrauchen können. Eyes ahead, soldier. We're nearly there. Ja, dass ein Teamkamerad stirbt, das war jetzt nicht mit einem berechnet. Schriftrolle ist die Wiederbelebung, müsste doch auch nach dem Kampf noch gehen, oder? Oder ging das nur im Lager? Müssten wir hier werfen. Und woanders ablegen. Ich bringe das hier, wenn wir wenn das nicht mehr blockiert ist. Ah, sehr schön. Blöd, dass wir jetzt eine kurze Rast gemacht haben ohne sie. Und die haben ja hier gespeichert. Seitdem ja nichts gemacht. Da weiß ja jetzt Bescheid.
Okay, Karlach geht mal aufheben. Leichen verschieben. Ich krieg generell ziemlich viel momentan mit. Dann kurze Rast. Schenken wir mal einen Trank. So, ich hoffe, wir sind dann noch in der Lage zum nächsten Kampf. Spacebots sind noch nicht alle verbraucht. Na dann. Die Tanks könnten hilfreich werden, aber haben wir doch eh nie genutzt. Oh weia. So. Würden wir trotzdem langsam Schluss machen, bevor wir uns im nächsten Kampf reinspringen. Ist das heute ein klein wenig kürzerer Part, aber ja, ich weiß, dass noch ein großer Bosskampf vorsteht und den machen wir lieber in einem Part als zerstückelt auf mehrere Parts. Könnten wir die Fässer und die Tanks mitnehmen, aber bringt ja dann eh nichts. Nur für den Tank. Im letzten Kampf bringt das auch nicht mehr viel. Eiserne Doppeltür. Gespeichert. Die hohe Halle. Ja, die wird nochmal automatisch gespeichert. Rechts oder links? Spielt es irgendeine Rolle? Hirnstamm. Not Reader. Haben wir noch einen kleineren Kampf, wie es ausschaut? Okay, jemand muss wohl hier hoch. Das ist richtig sicher.
Imperator, Lord Vader, Spüre des Baal. Ist das schon der Endkampf? Ich fette mal hier rüber. Ich das Nasser gewonnen. Ein bisschen sinnlos. Sieht unsere Gegner gar nicht. Ach, hier müssen wir durch die Tür durch. Dass wir gespeichert haben. Muss gegebenenfalls nächstes Mal nochmal machen. Und schon wieder. Dass wir den ausschalten können. Ja, wir sollten hier schnell durch. Tür. Feuerverwundbarkeit. Los ging der Tür. Wenn ich mal hier rüber. Sag mal, darf ich? Das ist unser erster Boss hier. Auf mal hier eben. Don't get too close. Hier ist immer noch ein Wege. Das
ist die nicht optimal, weil wir erstmal nicht gewusst haben, wo wir hin müssen. Ist auch noch eine große Tür, das ist Heilung. Wir müssen erstmal darüber. Ist das eventuell schon der Endkampf? Wir können das dann sogar bis zur Tür hier durchschleichen, die Tür schon mal öffnen und dann. Das macht mehr Sinn. Okay. Feinde wurden getötet. Ah, fantastisch. Ja, das müssen wir nächstes Mal. Ich dachte, das sieht gerade wieder normal aus. Wir gehen auch die Tür übersiegen, bevor es weitergeht. Die Verwundbarkeit. Absolute Verschwendung, aber. Okay. Wow, Endboss in der Tür. Die Tür war fest verschlossen. Ah, okay, Bosskampf geschafft. Jetzt können wir durch. Ja, schon mal zum nächsten Stream nochmal, nächsten Part nochmal besser an. Bis dahin. Ciao, ciao.